herzlich willkommen, ihr zwei, in den Räumen des Oberpfalz-Echos. Seid ja sehr erfolgreich. War, ist dieser Platz 1 eigentlich für euch überraschend oder habt ihr schon insgeheim gehofft, dass das so laufen wird? Ich sage mal so, wir haben vor der Saison schon gewusst, dass wir eine Truppe haben, wo viel Potenzial drinsteckt. Allerdings, dass es jetzt so gut gelaufen ist bis zum Winter, vor allem, dass wir so konstant da unsere Punkte eingefahren haben, war dann auf der einen Seite ein bisschen überraschend, auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil wir schon viel investiert haben, eine sehr, sehr gute Trainingsbeteiligung gehabt haben und die Jungs einfach auch brutal gut mitgezogen haben. Von dem her, glaube ich, haben wir uns das da schon ein Stück weit verdient und erarbeitet jetzt über die letzten Monate. Natürlich, Planer hast du das eh nicht gekonnt, weil trotzdem ein paar Veränderungen da waren und einfach auch ein großer Umbruch auf der Trainerposition war. Ich meine, mit dem Rittner Roland, ja, mit einer der bekanntesten Trainer in der ganzen Region, der sein Amt da leider niedergelegt hat letztes Jahr und ja, dann der Verein uns beiden jungen Trainer die Chance gegeben hat und bis jetzt hat, glaube ich, können wir alle ja ziemlich positiv zurück und auch in die Zukunft blicken. Mhm. Ja. Ihr seid ja beide auch noch aktive Spieler, ne? Nee, ich nicht mehr. Ach, du nicht mehr, okay. Also die Überlegung vor der Saison war, dass man einen im Feld hat und einen draußen. Mhm. Ich musste mit 30 aufgrund von Verletzungen Schuhe an den Nagel hängen. Und so hat sich das ergeben, dass wir das übernehmen können. Ja, okay. Naja, das scheint ja gut zu funktionieren, das Ganze. Trotz eurer Jugend habt ihr ja scheinbar einen guten Draht zur Mannschaft und der nötige Respekt ist wahrscheinlich auch da, weil sonst kann ich das Ganze ja nicht. Gell? Gibt es was, was noch besser laufen könnte jetzt im Rückblick auf die Vorrunde? Definitiv, ja. Also zum einen, wir sind zwar Erster, aber wir haben das ein oder andere Mal trotz 2-Tore-Führung es noch hergegeben. Da waren wir doch ein bisschen inkonstant. Man hat den besten Sturm, aber wenn man noch konsequent vor dem Tor wäre und noch das ein oder andere Mal den letzten Pass sauber zu Ende spielt, dann glaube ich, hätte man noch um einiges an Toren mehr. Mhm. Und unser Ziel ist es halt eigentlich, jeden Spieler weiterzubringen und da kann man auch noch angreifen. Man hat schon bei vielen, eigentlich bei allen, einen Schritt nach vorne gemerkt. Bei dem einen oder anderen waren es dann schon 2-3 Schritte und da greifen wir auf jeden Fall jetzt auch noch an. Jawohl. Ja, und vielleicht noch ergänzend, man muss sagen, wir machen viele Sachen schon ganz gut. Ah. Klaus hat jetzt ein paar Punkte auch schon detailliert angesprochen, die wir verbessern müssen. Und vor allem ja, mit Blick, was vielleicht auf uns zukommen kann, dürfen wir schon noch einige Schippen drauflegen, weil ja, da ist es im Moment einfach auch noch nicht genug, muss man so ehrlich sagen. Euer hartnäckigster Verfolger, so wie es ausschaut, ist schlicht. Ne? Und gibt es für euch eine Mannschaft, die euch am meisten überrascht hat eigentlich jetzt in der Saison? Ist das schlicht oder hat man mit denen vielleicht schon rechnen können? Ich glaube, die größte Überraschung, über die jeder spricht, ist zu Recht Auerbach. Ja. Also, dass die so weit vorne mit dabei sind. Man darf aber meiner Meinung nach Hambacher überhaupt nicht aus dem Rennen da rausnehmen, weil das ist, glaube ich, die eingespielteste Mannschaft in der ganzen Bezirksliga. Ja. Und wenn man sich die Platzierungen über die letzten Jahre anschaut, waren die nie schlechter als Platz 3 oder 4. Sind Meister geworden, sind Zweiter geworden und. Also Schlicht und Hambach sind da, würde ich sagen, mit uns auf einem Level und ich denke, dass das unter uns drei dann entschieden wird zum Schluss auch. Mhm. Jawohl. Wobei man da auch mal schauen muss, in Hambach steht ein großer Umbruch bevor, ein neuer Trainer kommt. Die Mannschaft an sich ist schon ganz, ganz lange zusammengespielt, deswegen sind sie auch da vorne. Aber mal schauen, wie es dann auch nächste Saison ausschaut. Zum Beispiel der Stürmer, der Blach, der einiges an Tore schießt, ist 35, 36 Jahre irgendwie in dem Dreh. Mal schauen, wie es die nächsten Jahre ist, aber wenn man jetzt auf die Saison schaut, muss ich Benni 100%ig recht geben. Also das sind die ärgsten Verfolger. Wer mich nur überrascht hat, ist Funkstrauß. Weil ich glaube, der Schuster Martin macht eine richtig gute Arbeit. Und sind mittlerweile eine gefestigte Mannschaft, stehen im Mittelfeld und ich glaube, dass es für die auch noch den einen oder anderen Platz nach vorne gehen wird. Ja, Weidenau darf man in dem Zug auch nicht vergessen, finde ich, weil wenn man sieht, wie die in die Saison gestartet sind, haben wir trotzdem auch viele Spiele vielleicht auch ein bisschen unglücklich dann hergeben oder einfach Lehrgeld zahlen, wie es immer so schön heißt, aber wie sich die dann gefangen haben, entwickelt haben und die Serie, die sie gestartet haben, also allen Respekt, weil es nicht einfach ist, man weiß selber, wenn es gut läuft, man viele Spiele gewinnt, ist immer ziemlich einfach, aber wenn man mal viele Nackenschläge gibt, dann einfach immer weiterzumachen und sie dann zu belohnen. Mhm. Also, glaube ich, sollte man auch nicht vergessen in dem Zug. Ja. Habt ihr in der Vorrunde große Probleme gehabt, verletzungsmäßig, personell? Kommen da jetzt wieder welche zurück in der
nach der Winterpause. Bis jetzt im Großen und Ganzen haben wir auch unsere Verletzten gehabt, aber ich glaube, wir dürfen uns nicht beschweren, weil wir ganz gut durchgekommen sind bis jetzt durch die Runde. Also es ist in der Rückrunde, kann man sagen, mit dem gleichen Aufgebot zu rechnen wie jetzt vor der Winterpause. Genau. Ne? Nochmal zurückblickend auf die Vorrunde, gibt es einen Grund, irgendwas am Spielsystem zu ändern oder habt ihr jetzt irgendwas, zaubert ihr jetzt was aus dem Hut, weil man sagt, na, der Winterpause jetzt ist da richtig? Ich sage mal so, wir würden schon gerne das ein oder andere versuchen, um auch ja, einfach ein bisschen variabler zu werden, weil wir schon, sage ich mal, ein Viertel Systeme haben, die wir jetzt ziemlich stabil durchspielen, wo es ganz gut funktioniert, um da ein wenig flexibler zu werden. Aber man muss ehrlich sagen, die Winterpause ist bis jetzt von den Bodenverhältnissen auch ziemlich schwierig. Das heißt, die Trainingszeit am Platz ist jetzt auch nicht so wie normal. Und dann wollen wir jetzt auch nicht komplett ins Risiko gehen und da alles über den Haufen schmeißen. Deswegen werden wir jetzt erst einmal schauen, dass wir die Punkte verbessern, die der Klaus vorhin angesprochen hat. Mhm. Und da nicht versuchen, verrückte Sachen zu machen. Ja. Also im Kopf haben wir viel, aber ich glaube, wir würden es jetzt wahrscheinlich auch nicht so sagen. Ja, ist schon klar. Das Geheimnis sind wir sich bewahren in der Bezirksliga. Vor allem da. Ja. Auftaktgegner ist Kamdal nach der Winterpause. Auf dem Papier leicht zu lösen, aber was auch immer heißt auf dem Papier. Ne, das ist, die werden wahrscheinlich auch nochmal alles geben, denke ich, um den Klassenerhalt einzutüten. Das ist ein hartes Pflaster, oder? Definitiv. Also gerade eben mit dem Hintergedanken, die brauchen jeden Punkt. Spielen zu Hause ist für uns eine ganz, ganz schwere Auswärtsfahrt. Ja. Und darauf geht auch erstmal ganz klar der Fokus. Also das ist das erste Spiel, da müssen die ersten drei Punkte her und da wird hintrainiert, was dann danach kommt. Weil Woche 2, Woche 3 hat man gleich die direkten Konkurrenten vor sich. Aber das ist dann in der Woche nach dem 11. März erst für uns relevant. Bis dahin Mannschaft fit kriegen, alles so einstudieren, wie wir es wollen. Und dann da die drei Punkte holen. Das ist der Fokus. Ja, und man muss ganz klar sagen, ich meine, im Bayerischen Wald ist das Wetter ja meistens nochmal ein Ticken, oder der Winter ein Ticken intensiver. Das heißt, man kann sich jetzt schon auf einen tiefen Platz einstellen, auf einen schwer zu bespielbaren Platz. Und was noch dazu kommt, du hast ja jede Saison eigentlich nach der Winterpause ein, zwei Mannschaften, die weit unten drin sind und die dann Siegesserien starten, weil es einfach wieder neu losgeht und sich dann zeigt, habe ich gescheit gearbeitet über den Winter oder habe ich es nicht. Und dann jede Saison eigentlich Überraschungen kommen nach dem Winter und Mannschaften, die eigentlich schon gedacht haben, sie haben im Abstieg zum Beispiel gar nichts mehr zu tun, vielleicht nur reinrutschen, weil einfach die hinten zu punkten anfangen. Und unser Ziel, wie der Klaus gesagt hat, ist natürlich, dass wir kaum Teil da den Start dann auch versauen, weil wir die drei Punkte absolut holen wollen. Ja, klar. Wenn alle Ziele so erreicht werden, wie ihr euch das vorstellt, dann ist das der Landesliga-Aufstieg. Seid ihr sportlich und vom Umfeld her gerüstet für die Landesliga? Ich sag mal so, wir sind dabei, also es werden vom Verein alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass wir da auch gut aufgestellt sind, wenn wir es schaffen sollten. Sportlich ist es so, dass wir natürlich der Mannschaft, die jetzt da ist, dann auch das, die sich das verdient hätte, wenn wir es schaffen sollten, dass die das dann auch spielen. Und wir auch nicht von unserem Weg abgehen werden, dass wir schauen, dass wir junge, talentierte Spieler zu uns kriegen, die sich da entwickeln können und die da ein bisschen eine Bühne auch kriegen, sich vielleicht auch für höhere Aufgaben dann zu empfehlen. Und deswegen, da werden wir nichts Verrücktes machen und wir wissen, dass wir einen Kader haben, der noch einiges zu arbeiten hat, aber der auf jeden Fall das Potenzial hat, dass er das schaffen kann, auch in der höheren Liga. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, reden wir da jetzt auch schon fast wieder zu viel drüber, weil ich meine, das ist erst im Mai und ja, davor ist noch ein Haufen Zeugs zu erledigen. Wir haben gerade Kamptal und die anderen Gegner angesprochen und wir haben es in der Hinrunde gesehen, es schenkt uns auch keiner die Punkte und ich gehe davon aus, dass das in der Rückrunde eher nochmal ein Ticken anstrengender wird oder noch schwieriger wird, die Punkte zu holen. Und deswegen wäre es super, wenn wir es schaffen, aber ja, da freuen wir uns erst einmal jetzt halt auf die Wintervorbereitung konzentrieren. Okay. Gibt es da speziell irgendwas jetzt in der Wintervorbereitung, weil ihr Wert drauf legt, weil ihr konkret nochmal Schwerpunkt setzt? Oder sagt man allgemein, ist jetzt einfach die Wintervorbereitung oder die Vorbereitung auf die Restrückrunde, die ist ja meistens am Anfang ein bisschen hart, ne, konditionell, um dann fit zu bleiben, oder gibt es da irgendwelche speziellen Schwerpunkte, die ihr setzt? Also klar, Grundlage ist das Konditionelle, wo wir im Moment hart am Arbeiten sind,
wo wir jetzt auch gesagt haben, da ziehen wir nochmal die Zügel an. Weil das, was man sich jetzt holt, das ist ja eigentlich für das komplette Jahr. Die Saison geht relativ lang, geht bis Mitte Mai, soll es in Relegation gehen bis Mitte Juni. Dann hat man gerade ein, zwei Wochen Pause, bis man wieder in die Vorbereitung starten muss für die neue Saison. Also da wird der Fokus drauf gelegt, was das Spielerische angeht, wollen wir zum einen das Umschaltspiel nach hinten noch ein bisschen mehr fokussieren und ja, das Chancen kreieren im letzten Drittel, wo, habe ich ja vorhin schon angesprochen, oft mal der letzte Ball und Pass nicht ankommt. Da legen wir auch noch vermehrt Wert drauf. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, also jetzt sportlich den Aufstieg, das ist klar, den habt ihr sowieso, was wäre das? Dass alle Spieler verletzungsfrei durch die Saison durchkommen. Ja. Weil unabhängig vom Fußball einfach die Gesundheit enorm wichtig ist. Und ja, sonst. Ja. Nee. Ich wünsche mir noch Privatjet, aber. Wird ja schon ein neues Auto reichen, aber. Spaß beiseite, das, was der Klaus gesagt hat, ist wirklich so, weil wir leider jetzt auch im Verein jemanden gehabt oder jemanden haben, der schwerer krank ist und da kann man echt bloß sagen, da gute Besserung und dass wir uns auf jeden Fall wünschen, dass da ja, alle, soweit es geht, gesund und fit bleiben. Ja.